Einen wunder herzlichen guten Tag und willkommen zurück zur Juden Chronicle. Wir sind bei Folge 79. Ich habe jetzt gerade ein weiteres Kochduell gemacht. Achso, scheiße, ich wollte nochmal reinschauen. Egal, machen wir. Na doch, machen wir jetzt. Dass ich nicht aufgenommen habe, weil ich nicht gedacht habe, dass da so viel Dialog kommt. Ihr habt jetzt basically eigentlich nur verpasst, dass wieder ein Koch da war, der vom Syndikat halt wieder war, und Kurz hat gemeint, sag mal, kennst du eigentlich jemanden, der auf seiner Kochmütze ein drittes Auge hat? Und der Typ so, ha, ja, vielleicht kenne ich die Person wirklich sehr gut. Und Kurz so, okay, dann wird es jetzt Zeit, dass wir uns duellieren. Und dann haben wir uns duelliert, ich hab's jetzt zur Sau gemacht. Und jetzt haben wir den pazifiziert. Das heißt, der Koch nie wieder. Weil er tot ist. Nein, wir haben den nicht getötet, aber entehrt haben wir den. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich einfach nach jeder Folge. Das war auch. Ja. Weiß ich noch nicht. Vielleicht am Anfang jeder Folge und am Ende jeder Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit dazwischen vergehen muss, bis das nächste Kochduell starten kann. Vielleicht muss ich das auch mal offscreen grinden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Wir müssen mal nach Imperial Shararik. Aber vielleicht können wir da jetzt den nächsten Charakter noch rekrutieren. Ansonsten fehlt uns nur Clark. Für Clark müssen wir alle 30 Minuten den Shop checken. Und ansonsten fehlt uns nur das mit den Kochduells. Dafür müssen wir alle paar Minuten ins Rest, in die Taverne gehen. Ja, aber mit ihr können wir nochmal reden. You ran a fine race, Cully. Can I talk you into one more? If you emerge victorious, I'll join your army. Ja, du musst nämlich von dem Perishark aus mit dir reden. Nicht von dem anderen Kaff aus. Zurück nach Dabawin, bitte. Nein, bin bereit für das Rennen. Am I ever? Let's do this. There be the sandpapery grit I was hoping for. We'll try our fins at a different course. If ye can beat our time, then victory is yours. That other race. We only used half our sails out of fairness to the newcomer, but now the gloves come off. Okay. Of course, that's not accounting for the difference in the crafts themselves, so really it's more like half of half the advantage. Now are ye ready? Absolutely. Vielleicht. Oh my god, let's go. Sprint, bremsen, verlassen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie man das spielt. Oh. Das ist so ätzend. Ich muss das mit D-Pad spielen, das geht mit meinem Stick nicht. Mein Stick hat zu viel Drift. Oh, den treffe ich, den Sandsturm. Okay. Hier war alles gebacken. Zeit ist... Oh Gott. Oh Jesus. Nein, das ist anbietend. Nein, don't. Okay, kann ich das retryen? Ich kann das nicht retryen. Ach da, verlassen. Das Rennen verlassen. Rennen nicht geschafft. Okay. Das hat legit the worst controls, die ich je gespielt habe bei einem Rennspiel. Lost by a tooth's length. But a loss all the same. If you want my help, you'll have to try again. I stand ready for a rematch anytime. Um Haaresbreite. Diggi. Come for return. So frech. So, jetzt aber. Okay. Zielzeit 1:12. Schaffe ich. Let's go. Okay, das muss ich immer mitnehmen. Das muss ich mitnehmen, wahrscheinlich. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden, wo mein Boost ist. Ich glaube, das Grüne. Ah, ne, da unten ist mein Boost. Ah, unter meiner Speedleiste. Seht ihr gerade nicht. Jetzt habe ich grüne Ziele. Ich nehme jetzt den Weg. Klag mich doch. Oh, ich hab gemisst. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
Kann ich bremsen mit Bs? Kann ich dann so driften, ja? Und nochmal boosten. Und damit boosten. Und damit boosten. Komm schon. Und nochmal boosten. Und nochmal boosten. Und ich hab's geschafft. Das war ja gar nicht so schwer. Outstanding. You beat me at the top of my form. Now I know for certain you're a man who's got me dorsal fin. So, you'll join us? In a heartbeat. And water splash me if I be lying, Cully. Henceforth, me and the Europhi are at your service. Thanks, Scarlet. Now, with that settled, where do we sail to first? I'll take ye to the sand's farthest horizon. Okay, noch ein Charakter. Na gut. Ich finde nur noch die ganzen weirden Charaktere. Nicht so nicht stilorientiert rekrutieren kann. Aber wir können ja nochmal in unser Gasthaus gehen. Und gucken, ob wir nochmal ein Kochduell machen können. Ich glaube ja nicht dran, aber wir können ja mal gucken. Da steht halt in dem Guide, es dauert einige Minuten und dann kannst du da ein neues Kochduell machen. So, jetzt sind einige Minuten vorbei und zwar ungefähr 5. Das heißt, es könnte reichen. Tut es aber nicht. Weil sonst müsste hier ein Koch stehen. Das heißt, es sind wahrscheinlich 10 Minuten. Das ist ja ätzend. Na gut, dann. Ich kann gar nicht glauben, dass ich das sage. Gehen wir zum Main Quest. Das ist ja das Verrückteste, was ich je gemacht habe. Das ist das Verrückteste, was ich je machen durfte. Habe ich Heilsachen dabei. Heilkräuter, Wiederherstellungsrauch, Magstropfen, ich habe alles dabei. Abfahrt, Leute. Okay. Ich hätte auch nochmal... Achso, bin ich vollgeheilt? Halt gar nicht. Ich hätte auch nochmal zu dem Shop gehen können in Ardenale. Um das Skript eventuell endlich kaufen zu können. Aber bei meinem Glück ist das eh nicht da. Also sind 30 Minuten noch gar nicht vorbei. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, ne? Wir hatten schon so lange keine Main-Quest mehr. Haben wir endlich fast alle Charaktere rekrutiert, die wir rekrutieren können zu dem Zeitpunkt. Und haben keinen davon dabei. Aber ist egal. Wir nehmen die schon noch mit. Irgendwann. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Sehen wir dann. Kommt Zeit, kommen Charaktere in die Party oder halt nicht. Je nachdem. Ich meine, bei 120 Charakteren oder was auch immer das sind. Wie viele auch immer das sind, kann man ja nicht erwarten, dass ich alle Charaktere mal mitnehme. Oh. Auch den Überblick zu behalten ist ein wenig schwierig. Lass mich rein! All preparations are in place, Commander Noah. Our scouts report the Imperial Army is nearing the intercept location. We must strike a mighty blow, dull their momentum, and buy enough time for the Kinani Army to reach Athrebald. That is our only objective. Yar, the waterships what bore us here were, ooh, fearsome indeed. But now that we're on land, the She-Orcs be unstoppable. Eupharius is so unreal, ne? Until your war with the Empire is finished, I'm still on contract. The Guardians stand with you as well. Aldric is going to pay for running roughshod over the forest. Me and Sylv... I mean, me and the Rune Tank... will always have your back. I'm glad to be fighting side by side once more. Go out there and turn that Duke's ugly smirk upside down. We'll be marching alongside the Noristari army at your word, Commander. Let's go. Yeah, I gotta repay those revenants for what they did to your Nan. We can't allow Duke Aldric's crimes against Yelu's people to be repeated. Fight! 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 Yeah! Thank you.
Oh, Jesus Christ. Okay. Du kannst eine Legionsformation einsehen. Team bearbeiten. Team bearbeiten. Kann ich dir jetzt noch mehr Charaktere geben? Dir. Okay, du bist fully stacked. Die hat nur Reiter dabei, die ist auch noch gar nicht in meiner Party. Die. Ah, da ist noch jemand. Achso, das ist ein. Achso. Achso. Guck mal, dann würde ich lieber. Guck mal, das kann man zum Beispiel austauschen. Weil da hat Zane halt 70, 90, 70 dabei. Wenn ich die austausche, hat er 100, 110, 100 dabei. Wahrscheinlich besser. So, das da kann man bestimmt auch austauschen gegen was Besseres. Ja, war das dann als Support-Charaktere? Und das hier sind eher die Kämpfer. 100, 90, 80 ist besser als 75, 75, 75. Magier habe ich keine besseren mehr dabei. 70, 80, 100 ist wahrscheinlich... Ah, nee, da haben wir 80, 100, 100. Zack. Ich habe gar keine... Doch, hier sind Pferde, wollte ich gerade sagen. Hier sind Reiter. Ach, du Scheiße. Aber die kann ich nicht wechseln. Dammit. Wo sind denn noch miserable Stats? Eigentlich nirgendwo. Höchstens bei den Magiern hier. Ah, vielleicht... 80, 100, 120 sind 220, sind 300. Und das sind auch 300. Doesn't matter. Kommt es dann nur auf die Stats an. Machen wir mal. Einfach, ist jetzt einfach mal so. Ich könnte... Achso, kann ich nicht austauschen? Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Den kann ich austauschen. Dann würde ich wahrscheinlich sie mitnehmen. Achso, sie hat jetzt andere Leute dabei. Oder was? Würde ich zwei mitnehmen? Zwei ist doch besser als eins, oder? Das sind 280, da komme ich nicht drüber. Aber über das kann ich machen. So, jetzt müssten wir eigentlich so stark wie es geht sein. Fragezeichen. Bestätigen. Schneefeld. Schützenangriff hoch. Magier. Magieangriff hoch. Ah, shit. Okay, dann nehme ich... Warte. Dann kriegt die keine Pferde, dann kriegt die Magier. So. Fertig. Los geht's. Okay, wir marschieren... Nirgendwo hin... Wir lassen uns jetzt aber mal so stehen. Vorher speichern sollen. Das wäre schlau gewesen. Naja. Hear me, brave soldiers of Norrister. On this day, we stop the Imperial Army in its tracks. No nation need fear their cruelty again. With this battle, we tip the scales. And by my life and honor, we shall win the day! Wow, she is good. Well, now let's see if you can top her when it comes to rallying the troops, Noah. Right. Today, we stop the Empire! Today, we defend the people we love! Today, we win! Hmm, not bad. A little reductive, maybe. It will do. Diggi, ich bin 17. All that matters is how it resonated with the soldiers. Das passt schon. The fools who dared defy his grace now come to lay their heads on the chopping block. Hear me, brave soldiers! Today! We take the next step down the Empire's shining path! Steel your hearts and fight with me! Fight for the glory of Galdir! Heinrich won't get the last word. Not today. The Dukes is watching closely.
and I shall be the one to deliver victory. We must slow their advance! As discussed, we should focus on Heinrich and Chapel's units. If we can drive back either one, our goal will be achieved. And once the Kinani army joins us in the field, we can put an end to this war once and for all. Now let us fight like lions, Commander! Like lions! Okay! Elektra und Noah dürfen nicht vernichtet werden, feindliche Generale zu schlagen müssen. Deswegen, alles klar. Gut! Das heißt, du approachst mal nach Norden. Genauso wie du. Du gehst nach Norden. Du gehst nach Norden. Eupharius geht nach Norden. Elektra geht nach Westen. Ah, geht nicht. Ah. Gut. Elektra geht nach Osten. Noah geht nach Osten. Kampfbeginn. Dann versuche ich gleich Noah und Elektra auf einen Fleck zu kriegen, damit die sich gegenseitig schützen können. Der Rest kann sich hier schön bekriegen. Oh boy. Look over there. The Revenants? I knew they were working together. Our bones and blades are yours, Imperial comrades. Good. Now, don't stop until you've crushed those League vermin! Stand your ground! Push the Empire back! Those reinforcements are going to make life difficult. Still, their partnership might be more fragile than it looks. Maybe we can defeat the Revenant's leader and sow a little chaos in the ranks. What? Okay. Das ist ja ganz gut. Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, sie ist ja auch hier. Das ist ja krass. Okay. Das ist ja ganz gut, dass ich Noah und Elektra nach rechts gezogen habe. Noah, weiter nach rechts. Elektra. Weiter nach oben. Ihr zwei, bewegt euch darüber. Du bleibst da stehen. Angriff alliierter Legionen in deiner Zone für eine Runde erhöhen. Okay, dann warten wir noch eine Runde. Kannst du machen. Füg deiner anliegenden feindlichen Legion Schaden zu. Das ist nice. Mach dich zum Ziel anliegender feindlichen Legion. Magische Resistenz geht runter. Klar, mach den mal Schaden. Behold, the secret power of the rune lenses. Boom. Nice. Jetzt können wir da eigentlich stehen bleiben und einfach erwarten, was passiert. Schützen erhalten großen Bonus. Wir machen das mal hoch. Zack. Concentrate your attack. Don't miss. Ich gehe mal davon aus, dass die mich jetzt gleich angreifen. So, Eupharius, hast du irgendwas? Nein, du hast den Angriff. Und ihr zwei seid am Arbeiten. Was hast du nochmal? Schadet anliegender feindlicher Legion. Ah ja, genau wie das von Marissa. Magischen Angriff, eine Runde der alliierten Legion in deiner Zone erhöhen. Okay, und... Er kann provozieren. Gut, dann Kampfbeginn. Alle bewegen sich, logisch. Eupharius wird jetzt richtig aufs Maul kriegen, aber so ist es halt. Focus your attack. There. Boom. Da oben wird schon geschossen. Duke Aldrich is a monster and he must be removed. Richtig schön in die Flanke reingefahren, sehr gut. Silence, traitor! You ain't getting away in one. Warum ist mein Händler da drin? Ich sehe leider nicht, wie es läuft, aber ich denke, das sieht sehr gut aus. Oh ja. Chappelle. Dave Chappelle kriegt richtig auf die Schnauze. Thane scheint auch zu gewinnen. Okay, die westliche Flanke hat auf jeden Fall gewonnen.
choice. Retreat and regroup. Heinrichs Fraktion oder Heinrichs Alliierten haben auch verloren. Gut, dass wir mit der Flanke da reingefahren sind. Okay, das ist ein bisschen gruselig. Noah, auf nach Norden. Tja. Hier. Ich meine, ich kann ja wohl davon ausgehen, dass die uns hier gleich angreifen, ne, wa? So irgendwas tun? Retten. Mit Ausdauer von anliegenden Legionen wieder her. Geh mal hier rüber. Dass ihr alles seht. Provozieren. Reduziert unsere Verteidigung oder deren Verteidigung? Deren Verteidigung, nicht wahr? Drop the enemy. Sehr nice. Dann können wir die jetzt gleich richtig ballern. Die kommen auf jeden Fall rüber. So. Zane. Konzentrier mal deinen Angriff auf die. Such ihn. Zack. Ach, nicht immuni. Nein! Ich hab die. Yes, my bad. Also uns habe ich immobilisiert. Okay, das ist okay. Das ist okay. Erhöhen mal den magischen Angriff. Hier überhaupt jemanden, der magisch... ja, das ist magisch. Zumindest die von Eupharius. Und dann haben wir noch Eupharius. Der kann unseren Angriff erhöhen. Und dann mörsern wir die nämlich gleich richtig weg. Wenn die dann in uns reinfahren, was sie ja tun werden. So, Elektra. Angriff alliierte Legionen. Kavallerie hält großen Bonus. Weil wir noch kurz warten müssen, bis Noah da ist. Ausrichtung ändern, nach vorne schauen, bitte. So, ihr zwei könnt nicht wirklich irgendwas machen. Ehrlich gesagt, doch, ihr könnt die zwei angreifen. Geht da mal rüber. Zeigt denen mal, was wahre Kampfkraft ist. Prepare to be dazzled. Squash, Alter. Let us go and boom! Slaves to... Yay! Brace yourself for my ultimate strike! Okay, die Zombies fahren in uns rein. Kriegen aber eher Schaden, als dass wir Schaden kriegen. Das sieht doch ganz gut aus. Ja. Vor Narungard mache ich mir ein bisschen Sorge. Oh. Enemy annihilated. Got him. Perl lebt noch, oder? No! What are you cowards doing? You were supposed to win me honor with his grace, not force me to look the fool. Damn you all! And he calls himself an imperial general. That craven cur has sent our troops into disarray. We'll have to fall back and regroup. We should withdraw as well. Enough, my liches! Fall back! Ach so, ich musste nur insgesamt einen besiegen. We won? The Imperial forces are retreating. Well done. Phase 1 of Operation Duke's Tears is in the bag. We did it, Noah. We sure did. Still, that was only our first tilt at them. Best stay on guard. Tell all troops to make ready. They are to reform their lines and await Kinan's forces. Once they arrive, we wage our final battle on Jukes Aldrich and the Empire. Wie verteidigt? We did it! Das war leichter als gedacht. Oh. Is something wrong, Melridge? No! It can't be! Da sind sie wieder. Das ging schnell. What is that? Oh, frisch aus dem Labor. Ach du Kacke. You have herded sheep together and taught them the basics of combat. For that, I salute you. But what say you now, General Elektra of Nordstar? What say you,
Commander Noah of the Alliance. Shall I give you a place in my army once I have finished subjugating the League of Nations? For war is unending, and we will always have need of fodder. So long as I breathe, Your Grace, there will be no more mistakes. Duke Zaldric has already arrived. That's some quick military maneuvering. Guess the Supreme General thing is more than a fancy title. Confound him. Okay, is no one going to mention the giant dragon? How the hell did he get that thing? If I had to guess, the creature is likely a result of the research the Dukes has been conducting on the Primal Lens. When we infiltrated his laboratory, we saw such creatures held in thrall. So it's being controlled? General Electra, we should retreat while... General Electra, ma'am. A message from the Kinarni army. They're only a short distance away. Excellent news. All units, Titan formation. We'll mount a counterattack as soon as they arrive. Dispatch a runner to Kinan. General, I think it wisest to call a temporary retreat to the safety of Arthrobalt. With the Duke's head right there for the taking? Is it your judgment that's lacking, or your esteem for my troops? Or perhaps it's merely arrogance? We may never get a better chance than right now. So we will join the Kinani army and strike with all our might. Elridge, what do you think? There is some logic to what General Electra says. No matter the size of the gamble, it truly might be our best chance. The worst thing we can do is argue over strategy and create division. Too many shepherds, remember? It's my job to prepare for any outcome, so that is what I shall do. The League never does learn. Oh boy! Okay. Zu Streitkräften der Kinani gestoßen. Süß. Oh boy. Ja, here we go again. Bewegen uns alle eins vor. Dieses Mal formieren wir uns nicht neu. Kann ich auch einfach so machen? Nee, ne? Dann muss die schon einzeln steuern. Kampf beginnen. Okay. Wir gucken. So. Wir fangen hier an. Legionsbefehl. Alle. Angriff geht hoch, alliierte Legion im Radius von einer Zone. Das heißt, die zwei. Das wäre ganz nice. Ganz ehrlich. Schieß die an. Behold, the secret power of the rune lenses. Zack, schöner Damage. Sehr schön. So, was hast du? Kavallerie erhält großen Bonus. Klingt gut. Who dares wins? Forward. Eupharius, du kannst mal deinen Angriff erhöhen. Beziehungsweise den von Electra natürlich auch. Massiver Damage. Du kannst mal provozieren. Bringt er deren Verteidigung auf. Dann machen die mehr Schaden. Wir haben keine Magie dabei. Bringt also eigentlich gar nichts mit der Magie. Die greifen ja sowieso uns an. Kriegen jetzt erstmal ein bisschen Schaden. Zack. Ist gar nicht so wenig. Wir sind immobilisiert, aber das ist nicht schlimm, weil die kommen ja, wie gesagt, eh zu uns. Und der Rest. Hahaha. Ehrlich gesagt, die greifen uns ja eh gleich alle an. Guys, we're gonna win, no matter what. Richtig schön den Angriff hochwaffen. So. Dann lassen wir den Kampf beginnen. Muss man Fischer mit im Krieg.
Bam. Bam. I am the sword of Dick Aldrich. Bin gar nicht mehr da gewesen. War ich eingeblendet. Hahaha. Okay, Heinrich kriegt richtig auf Maul, das ist gut. Goldwyn kriegt auch richtig auf Maul, das läuft sehr, sehr, sehr gut. Kann ich mich nicht beschweren. Dadurch, dass wir uns so weit hochgebufft haben, und die Gegner so weit gedebufft haben, läuft das sehr gut. Oh, Elektra geht's nicht so gut. Ich muss Elektra gleich dringend unterstützen, wenn wir den Kampf jetzt erstmal gewonnen haben. Aber da muss gleich noch eine Fraktion von mir rüber. Oh ja, Nahumgard hat extrem auf Maul bekommen. Die Zombies auch und der Anführer der Zombies ebenfalls. Das heißt, da können wir gleich vorpreschen. Das müssten wir dann gewinnen. Guckt euch den Schaden. Stabil. Unser Moralmodus ist auch gleich voll. Aha. Pull back a moment. So, jetzt kommen wahrscheinlich gleich die Streitkräfte schon. What the messenger said, they should arrive at any moment. Doesn't I see them, King Balmors. We made it in time. They're here. The Kinani army is here. Woohoo! Yeah, baby! Maybe now we can actually have a fair fight. Yeah, let's turn the tides. All right. The first step is to merge our troops. Huch, was ist nun? A message from General Elektra, sire. She requests we unite our troops as quickly as possible and commence the counterattack on the Jukes' forces. Praise them for holding out! Had we come this far, only to find our allies defeated, our honor would have been in tatters. King Valmoris? It's remarkable they are still standing. Indeed, sire. The soldiers' efforts to reprovision day and night have been rewarded. But how are they still standing? I'd have thought this matter settled by now. Alas, but we must play the cards we are dealt. I'm sorry, sire. Alert the wife captains of each squadron. Commence an immediate attack on the Norristuri army. Bitte? See that no mistakes are made. Attack the... What are you saying, King Balmors? Wipe that stupefied look off your face. We have crossed blades with the Norristuris before, have we not? Aber ihr seid unsere Verbündeten. Of course, sire. But surely this is the worst time and place to have a falling out with our current allies. It sounds as if you are questioning my orders. Are you Kingsworn or no? But sire, this is... Don't tell me you've been communicating with Dukes Aldrich all along. Aldrich has a clear vision for the future, and his ambitions will not end with the annexation of the League of Nations. Better to join with him than that imbecile Salus Bailrant. Yeah? Through our new union, the Dukes shall grant the Dragonutes dominion over all the lands of the League. Now, do as I say and give the order. Oh mein Gott, er hat sich kaufen lassen. General Vordis. Heed me, Kingsworn. A Dragonute breaks not the ironclad oath. Gather the messengers. I have orders for the wife captains. General Vordis. So, all that's left is to defeat the Dukes? Yes, we're nearly there.
Yet I am curious why the Kinani army is behaving so erratically in the final hour. Yeah, you're not gonna like the answer to that, mate. What are you talking about? I did a little recon, like the brains here asked me to. The Kinani king issued orders to his squads, all right? But he told them to attack Norristan. Und dann sagst du mir erst jetzt, warum? What? That's... no. He wouldn't dare. Commander Noah, every moment we spend wringing our hands. I know. Do what you have to. We ought to inform the Noristari army so they could pull their asses out of the fire before it eats them alive. General Electra, call an immediate retreat. Kinan has betrayed us. What? No. That's preposterous. You are certain of this, Master Melridge? Very certain, General. I thought it odd the Empire knew about our operation in White Crown Pass and suspected a mole might be to blame. Sadly, our scouts just confirmed it. Please act quickly before you are caught between them. All troops, fall back! Fall back now! So, they've caught on. And wasted no time in acting either. Such a clever man they have advising them. Shall we give chase, Your Grace? No. Let the Kinani army handle that. We have exhausted our troops enough. Reform the lines and let the soldiers rest. So we're letting them go? Oh, I have already made arrangements for that. Our victory is guaranteed. Explain yourself, Electra. Why have you fled home with your tail between your legs? Ach, er ist Salus Belrend. Okay, aber hier machen wir einen kurzen Break, weil dann machen wir eine neue Folge. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge dann, ne? Also, wisst ihr Bescheid, ne? Ciao!